So, da bin ich wieder. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt Socken an, mir einen Kaffee gemacht. Es ist jetzt schön muckelig, ne? Oder wie unser Mod, muckelig, ne? Und ich wollte gerade sagen, ich habe von meiner Freundin zum Geburtstag eine richtig schöne Kaffee-Vollautomaten bekommen, ne? Richtig geil, eine, der quasi alles kann, also von Kakao bis Latte Macchiato, Kaffee au Latte, also jeden Scheiß, ne? Richtig, richtig cooles Ding von Philips. Und seitdem trinke ich halt wirklich ausschließlich fast nur noch Kaffee, das ist unglaublich. Ist aber auch lecker, muss man sagen. So, okay, das kann weg. Druide leider auch, brauchen wir nicht. Die Axt ist natürlich mega gut. Aber wir bleiben mal, denn wir schlagen, oder wir sind ja nicht der, der Damage machen soll, sondern tatsächlich hier unsere Skelette. So, maximale Ausdauer und Feuerschaden brauchen wir eigentlich nicht, ey, ganz ehrlich. Kann weg. So, den packen wir ins Trüchen. Brauchen wir noch, Folianten? Bestimmt, ne? 20.000 Gold haben wir. Ja, Mai. Nimm bitte einen Kakao. Okay, ist unterwegs. Kommt per Post. Das Coole ist sogar, das ist so einer, da hast du so einen Behälter, wo du die Milch reinmachst und den klickst du rein. Also du hast nicht dieses Schlauchprinzip, wo dir alles immer weggammelt, sondern du hast so einen Behälter, da kippst du die Milch rein und den kannst du halt quasi abnehmen, in den Kühlschrank stellen, wenn du den nicht brauchst und wenn du halt dir, ich mache immer einen Kaffee und Latte, wenn du dir quasi einen Kaffee machst mit Milch, dann nimmst du das Ding aus dem Kühlschrank raus, steckst den dran und der zieht sich seine Milch da raus. Also nicht dieses Schlauchsystem, wie es vor ein paar Jahren war. Und das ist mega, also ehrlich, das ist richtig geil. Richtig geil. So. Wenn er nicht warm ankommt, Geld zurück. Okay. Okay, halt, stopp. Beruhige dich jetzt. So, warte mal. Wir brauchen eigentlich mal ein paar schöne Stiefel, ey. Halt, stopp. Wir gehen jetzt Stiefel kaufen. Ab zu Zalando. So. Waffe, 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 Rüstung. Stiefel. Giftdauer reduziert. Müll verarbeitet, repariert ein. Okay. Giftdauer reduziert. Warum gibt's hier nur Müll, Mann? Ist doch kacke. Was soll ich damit? Jetzt bald in den Bums. Okay, dann gehen wir jetzt zurück. Aber wie gesagt, also Kaffee-Vollautomat ist natürlich nicht ganz günstig, aber wenn man wirklich... Ich meine, ich habe jetzt nie viel Kaffee getrunken, das muss ich dazu sagen. Ne? Ich habe übrigens mal ein bisschen leiser gemacht, ich hoffe, das passt so. Wenn nicht, sagt gerne mal Bescheid. Aber ich kann ihn noch mal im OBS ein bisschen leiser machen. So, ich hoffe, das ist ein bisschen besser. Wie gesagt, sonst sagt gerne Bescheid. Test, 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 Test. Ist immer noch sehr laut, ne? Ist immer noch sehr laut, muss ich sagen. Auch noch mal ein bisschen leiser. So besser? Hört ihr die Musik noch und alles? Sag mal kurz Bescheid. Auf jeden Fall, ich war ja eigentlich nie der Kaffeetrinker, aber halt vom, also nach dem Aufstehen, vor der Arbeit, mal eben Kaffee reingezogen, vor das Senseo und dann, ne, bist du halt wacher, ist aber so. Dann hast du so eine gewisse Grundwärme im Bauch und dann ist das alles viel angenehmer. So das Aufstehen, also alles drum dran, weißt du? Moin, Wasser mit Gas. Wasser mit Gas? Ey. Wow, geil! Moin, Sprudel, grüß dich. Hast du früher schon Necro gespielt? Ich hatte vorhin schon mal erzählt, ich habe Diablo 2 tatsächlich als Stüppi gespielt, wo ich sehr klein war und noch keine Ahnung hatte von dem, was ich mache. Also dementsprechend ist eigentlich mein erster Necro, kann man sagen. Aber macht Bock. So. Naja, auf jeden Fall, seitdem ich jetzt den Kaffee-Vollautomaten habe, trinke ich jetzt eine Tasse Kaffee, wenn ich quasi, oder bevor ich zur Arbeit fahre, dann wenn ich nach Hause komme und abends meist nochmal eine Tasse. Ist einfach super angenehm. Ne? Drückst auf den Knopf und das war's. Also, brauchst keine Kaffeepads wechseln oder so. Ist, wie gesagt, einfach sehr, sehr, sehr angenehm. So. Brauch mehr Skelette hier, Mann. Wo sind meine Skelette? Oh, Baumkopf, Holzfaust. Alles klar. So würde mein Rappernamen heißen, wenn ich einen hätte. Als ich noch keine Ahnung hatte, was er tut, so etwa wie heute. Ja, genau. Genau, das trifft es auf den Kopf. Also, ich habe eigentlich nie Ahnung von dem, was ich tue, aber Hauptsache, es macht Spaß. Mann, ich habe selbst bei Diablo keine Ahnung, was ich tue, aber es sieht immer so aus, als wüsste ich, was ich tue. Und das gefällt den Leuten. Das ist immer gut. So, kommt, meine kleinen Skelette, kommt. Kommt mit mir. Wir haben Großes vor. Oh, ich bin da irgendwo dran vorbeigelaufen. Gucken wir mal, nicht, dass es ein Erfahrungsschrein war. Ah, Fertigkeitsschrein. Ja, guck. Sehr schön.
Geht denn bei euch die Minimap, Leute? Oder ist das wirklich nur bei mir hier der Fall, dass es nicht funktioniert? Da muss ich Wissen stellen, das kann der alte Kraxe. Ja, nur deswegen bin ich beruflich in der Position, in der ich bin. Ne? Nicht, weil ich das kann, sondern weil ich so aussehe, als könnte ich das. Auf Konsole klappt, okay. Wenn ich V drücke, passiert gar nichts. Mittlere Maustaste geht die auf. Ja, keine Ahnung. D2 ist was für Veteranen und Puristen, ja, auf jeden Fall. So ist es. Ja. Also ich glaube, so Leute, die jetzt erst so das Alter haben, um Diablo zu zocken, ne, die werden mit Diablo 2, glaube ich, nicht so viel anfangen können. Weil es halt wirklich vom Stil, vom Game Design auch zu altbacken ist, ne, oder nicht schnell genug. Man muss ja bedenken, die Leute heutzutage sind alle sehr schnelllebig, ne, also das siehst du an TikTok, Alter. Ich hatte mir, oder anders, ich habe auf dem Handy ein Spiel installiert. Und so ein Tower Defense Spiel. Ich mag Tower Defense Games. Ich weiß nicht warum, aber ich mag sie total gerne. Und da... Ach, jetzt muss ich zu den scheiß Mongoliten, ne? Okay. Ab zu den Mongoliten. Und da gibt es natürlich auch eine Ingame-Währung und so. Und ich kaufe gern solche Sachen, ne? Bin auch bereit, dafür Geld zu zahlen. Aber erst gucke ich halt, ob mir das Spiel gefällt, ne? So, und da war halt zum Beispiel auch diese Möglichkeit, sich über... Videos, beziehungsweise wenn du dir eine App runterlädst und dich die öffnest, kriegst du halt diese Ingame-Währung, ne? Und da war dann TikTok dabei. Was soll ich sagen, Alter? Ich habe dann TikTok runtergeladen, vorher noch nie damit beschäftigt. Never, ne? Das weiß ich, das Spiel. Also die App gibt's seit wie vielen Jahren? Keine Ahnung. Wie viel Benutzer hat das Ding? Keine Ahnung, zu viel. Auf jeden Fall habe ich mir das runtergeladen, mal so ein bisschen durchgeguckt und, Alter, es ist einfach super schnelllebig, diese App, ne? Also du, es ist ein Feed, der dich permanent mit Informationen beschallt, mit Geräuschen beschallt, mit Videos beschallt, mit Songs beschallt, mit irgendwelchen halbnackten Weibern beschallt. Also super schnelllebig. Diese Videos sind alle sehr kurz gehalten, so 20, 15, 30 Sekunden, so je nachdem, ne? Und dann scrollst du weiter, nächstes Video, zack, nächstes Video, zack. Also es ist alles ultra schnelllebig. Und die Generation, die damit jetzt konfrontiert wird... Oh, nice, warte mal. Das ist natürlich geil. Komm, den nehmen wir rein. Ist fresh. Also die Generation, die damit jetzt quasi, ja, aufwächst, ne, die gewöhnt sich ja daran, an diese Schnelllebigkeit. Alles jetzt, alles, Informationen in kurzer Zeit. Und das ist ja bei Diablo 2 gar nicht gegeben. Hier muss man sich mit Dingen beschäftigen. Hier muss man gucken. Hier muss man halt, Kraxel, da bist du weiter als ich. TikTok nie in Erwägung gezogen. Ich sag, ich hab's nur wegen Geld gemacht. Ich war jung und brauchte das Geld. Ne, diese Ingame-Währung. Und, also ich muss sagen, ja, es ist nicht die App, wo ich mir den ganzen Tag, wo ich meine Zeiten verplempern möchte. Aber es gibt schon informative oder interessante Videos, ne? Also, gerade hier zum Beispiel True Crime, so, solche Sachen interessieren mich, ne? Wo dann hier von, den Kannibalen von Rotenburg, Armin Laschet, nicht Armin, aber der hieß auch Armin. Ah, wie geil. Armin Laschet, der Kannibale. Ah, schön. Das fand ich jetzt ein bisschen lustig, ne? Aber solche Sachen, die interessieren mich halt. Den Ring, ja, sieht aus wie Ring von Jordan, das stimmt. Ihr wisst, was ich meine, ne? Aber es gibt auch interessante Videos da. Aber es gibt natürlich auch Sachen, wo du denkst, Alter, ey. Boah, komm, pack deinen Titten ein. Klar, die 15-jährigen Jungs, die gerade mitten in der Pubertät sind, die interessiert sowas. Aber ich mit meinen 33 Jahren brauche das jetzt nicht unbedingt. Ne? Hallo? Wenn ich Titten sehen will, dann gehe ich zu meiner Freundin. Naja, gut, okay. Oh, passen doch mehr als 15 rein, cool. Das hat er hoffentlich nicht gehört, ja. Armin Laschet, ey, der alte Kannibale. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Ich hab's wieder, das hat mich jetzt komplett aus dem Konzept gebracht hier. Gut. Ach ja, genau, also wie gesagt, sehr schnelllebig, glaube ich, ist nicht unbedingt die Zielgruppe, also Diablo 2 ist nicht unbedingt die Zielgruppe für unsere Generation. Ist genauso wie Final Fantasy 9.
Mal kurzes Plus in den Chat. Wer von euch hat Final Fantasy 9 gespielt? Ich warte mal ganz kurz. Muku ist noch zu jung für Final Fantasy 9, glaube ich. Deswegen wirst du es nicht gespielt haben. Also, Final Fantasy 9, klar, ist das übliche Final Fantasy, also JRPG, ne? Also rundenbasiert das Ganze, du stößt auf Gegner, du stößt auf Gegner, auf Harry Glöckler, und bist halt, wirst im Kampf verwickelt und dann ist das rundenbasiert, hin und her, ne? Und das ist auch gar nichts für unsere, oder für die jüngere Generation. Die sind damit alle zu überfordert. Das dauert denen zu lange. Oh, Second, danke dir. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine 100 Bits. Und, naja, ein Spiel, was meine Kindheit geprägt hat tatsächlich, Final Fantasy 9. Ultra geil. Und was ich auf jeden Fall auch mit Leo, also meinem Sohn, der jetzt 8 Monate alt ist, ne, spielen werde. Einfach, weil ich das so schön fand. Und übrigens, es wird ein Remake geben von Final Fantasy 9. Neben der Serie, die auf Netflix kommen wird, ne? Falls ihr das noch nicht gehört habt. Aber es wurde schon geleakt, Final Fantasy 9 sind sie gerade dran an einem Remake und Alter, ich werde das feiern. Harry Glöckler. Ja. ich werde das feiern. Ohne Witz. Das ist so ein Spiel, das werde ich mir vorbestellen. Sei es, wenn es 200 Euro kostet, mir scheißegal. Aber das hat meine Kindheit geprägt. Ich habe so viele schöne Erinnerungen an dieses Spiel. Und habe mir das auch jetzt für Steam gekauft. Übrigens, Muko, wenn du mal Bock hast und mal irgendwie wirklich 2 Wochen Zeit hast, kauf das Spiel auf Steam, ist auch nicht teuer, gibt auch auf diversen Keyshops. Und zieh dir dann den HD-Mod dazu. Das macht das Ganze nochmal ultra geil, weil es dann einfach mal alles schön aufpoliert ist. Von der Grafik und alles. Und ja, es gibt's auch für die Switch. Und da habe ich es auf meiner Wunschliste schon. Aber Alter, ich habe mir Final Fantasy 9 für die PlayStation 1, für PC, für die PlayStation 2, für die PlayStation 3, für die PlayStation 4 und auch für... PlayStation 5 habe ich nicht. Aber für die PlayStation 4 gekauft. Also allein für Final Fantasy 9 habe ich locker mal 200 Euro quasi verballert. Und ihr braucht nicht glauben, dass ich es auf jeder Konsole gespielt habe. Nein, aber nur um es zu haben auf der Konsole. Ja, also da hat Square Enix schon mal richtig schön Geld an mir verdient, an dieser Kacke. Aber es ist halt wirklich ein schönes Spiel. Es ist an Kinder ausgerichtet, klar, aber richtig schön gemacht. Ich kann es nur ans Herz legen. Also wenn ihr mal Langeweile habt, gebt dem Spiel mal eine Chance, spielt das mal 2-3 Stunden und ihr kommt dann nicht mehr raus. Sorry, ich dachte, du wärst arbeitslos. Ne, gerade wenn es dann daran geht, an der Open-World-Sache, wo ihr dann euch mit dem Luftschiff frei bewegen könnt, über die Kontinente reisen könnt und dann Dörfer entdeckt. Ne? Ist ja nicht so, es gibt auch ganz viele Orte und Dörfer, wo ihr quasi so von der Story her gar nicht hinkommt, sondern die ihr einfach nur findet, weil ihr quasi mit diesem Luftschiff über die Kontinente fliegt und dann einfach seht, Alter, was ist das denn? Ne? Oder da findet ihr so einen Wald, wo ihr denkt, Alter, der sieht anders aus als alle anderen, dann landet ihr da irgendwo, steigt aus, lauft zu diesem Wald und auf einmal lädt sich halt so ein Dorf. Also ultra geil, muss ich sagen. Haben ist besser als brauchen. Genauso, genauso. Und das macht halt wirklich Bock. Nur weil ich hier bin, bin ich nicht arbeitslos. Aber ja, ich verstehe deinen Gedanken. Oh, da werden wir fast verreckt hier. Himmel, Arsch und Sven. Oh, wir brauchen Skelette. So, jetzt haben wir wieder 5. Kann ich noch einen 6. machen? Ich weiß gar nicht. Nein. Kann ich aktuell nicht. Okay, ist aber nicht schlimm. Aber wie gesagt, es ist ja auch schon bekannt, dass eine Serie davon kommen wird. Da freue ich mich auch so ultra drauf auf diese Serie. Ich glaube, wir sollten ja noch gar nicht sein. Sind alle noch ein bisschen stark für uns. Oh, oh. Fuck, jetzt hat es mich gerissen. Gerade mein Handy vibriert, ich war abgelenkt und naja, jetzt ist es passiert. Fuck, wir haben das ganze Gold verloren, Alter. Scheiße, Dreck. Okay, lass mal hier gucken. Wir haben alles verloren. Dein Ernst. Kommen wir jetzt am besten hin? Ist natürlich doof. Mal gucken.
Wie sind wir da hingekommen? Immer. Scheiße, Alter. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Sind wir hier durch? Stimmt, ne? Ja. Yeah. Nein, wir laufen nackig rum. Ich will meine Leiche wieder haben. Wir sind hier rein, glaube ich, ne? Und dann hier weiter. Ja. Oder? Hier sind auch noch Gegner. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier richtig bin. Keine Ahnung. Also man läuft einfach nur durch die Dungeons, ne? Verfolgt gar nicht so wirklich, wo man hin soll, beziehungsweise was man gemacht hat. Aber doch, hier bin ich vorhin lang gelaufen. Lass mich in Ruhe. Ich bin unbewaffnet. Hier war das, glaube ich, ne? Komm, wir laufen weg. Oh, jetzt muss ich mich eben beeilen. Ja, hier bin ich nicht lang. Klar, der Weg ist ja vorgekennzeichnet. Ein paar Leichen finden wir auch noch ein paar Skelette heraufbeschwören. Lass mich in Ruhe. Halt, den Schlüssel brauche ich. Ah, lass mich in Ruhe. Hör auf damit. Ich will das nicht. Ich glaube, hier hinten sind wir gestorben. Oder ist eine Höhle? Hab ich vorhin gar nicht gesehen. Mal, weil man so viel wieder quatscht hier. Mal durchlaufen. Nehmen wir mal mit. Geil, genau. Nehmen wir das ganze Gold mit. Meine Karte, ach, meine Leiche sehe ich auf der Karte, oder? Kaffee schwarz mit Milch oder Zucker? Nur eine Antwort akzeptiere ich als richtig. Alter, ich trinke Mädchenkaffee. Das heißt bei mir immer mit Milch und Zucker. Ich glaube, hier bin ich gestorben. Ja. Bin ich auch direkt angezogen? Ja, nice. Okay, gehen wir ein bisschen zurück. Genau, klatscht die mal. Wo ist denn meine Begleiterin? Warum ist sie denn nicht hier am Start? Mach dir mal. Ich warte hier. Nur mit Milch? Nee, ich brauche Zucker dabei. Also, bei mir ist Kaffee auch kein Genussmittel, weißt du? Ist tatsächlich so. Also, ich trinke nicht, weil es mir schmeckt. Außer jetzt mit Milch und Zucker. Dann ist es okay. Aber so ist das jetzt nicht, dass ich sage, boah, geil. Kaffee, lecker. Ist genauso wie Pilz, also Bier. Radler geht voll klar, aber so ein reines Pilz, ey, boah, ist nicht meins. Komm ich nicht ran, kannst du vergessen bei mir. Das schmeckt mir einfach nicht, weißt du. Verstehst du? Meine trinken und trinken lassen, ne? Ich würde jetzt keinen verurteilen, der Bier trinkt. Aber wie gesagt, also reines Pilz ist absolut nicht meins. Komm ich nicht drauf klar. Krieg ich Würgereiz von. Dann brauchen wir ein paar Tränke, ne? Nehmen wir mal mit. So, jetzt haben wir doch 5 Skelette. Dann gehen wir eben zur Höhle. Boah, alles an Schreine mitnehmen hier. Nice. Genau, kloppt die mal nieder. Fühle ich, Pilze ist ekelhaft. Aber Radler ist nice. Oder Kirschbeet. Ja. Und ein schönes Met, ey. Boah, ist auch ultra. Met mag ich ultra gerne. Meine Freundin trinkt gar keinen Alkohol, außer Met. Met trinkt sie. Met ist okay. Okay, komm, ich kann mir wieder die kleinen Arsch-Kakerlaken. So, Tränke brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Also keine Mana-Tränke, meine ich. Aber Lebenstränke brauchen wir. Okay, beruhige dich. Machen
wir das so, ne? Nur Paladin, Alter. Leck mir doch eine Ziege, ey. So, schlechte Bums. Da haben wir noch ein bisschen Gold. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Super. Schönes Craftbier, Alter, ne? Boah. Boah. Wieselburger Stammbräu. Alter, aus welcher Gegend kommst du denn? Wo gibt's denn ein Wieselburger Stammbräu? Und warum kühlt das aktuell deine Kehle, Alter? Wir haben 11 Uhr. Auf dem Samstag. Junge, was ist mit euch los? Sandy, ich erkenne dich gar nicht wieder. Ey, Craftbier ist nicht. Ich habe das mal probiert. Ich war mal auf einer Craftbier-Verkostung. Alter, ich habe mich fast bekotzt. Das ist wieder so ein Ding, da musst du Pilz mögen, ne? Also, es ist halt, ja. Ist halt, hat einen sehr bitteren Geschmack, wie ich finde. Alles ist besser als Oettinger. Ja. Oettinger, Hauptsache es knallt, ne? Das ist halt eher für die Leute, die, viel Bier für wenig Geld haben wollen. Ey, ich finde, das hat es schön zusammengefasst. Das hat es auf den Nagel getroffen. Ah, schön. Ey, wir müssen noch zurück zu diesen Mongoliten. Monolithen? Monolithen, nicht Mongoliten. Mongolith ist was anderes. Ihr wisst, was ich meine. Schön. Wunderschön. Guten Tag. Kann man die Steine später auch zusammenführen? Wisst ihr das? Also lohnt es sich, die aufzuheben oder kann ich die einfach auch verscheuern? So. Wo waren denn die Monolithen? Mal gleich mal gucken. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Jetzt kriege ich diese scheiß große Seite nicht aus meinem Buch, aus meinem Inventar hier. Kommt mal alle ran! Lass mich in Ruhe. Hör auf. Ich glaube, ich sollte einfach nur hinten bleiben, oder? Würde Oettinger nicht von der UN verboten? Ich glaube nicht. Welches Radler trinkt denn der Kraxel gerne? Ich mag das Eichbaum Naturtrübe Radler. Also ich trinke immer vom Mönchshof. Das sind so, ist so ein Vierer-Pack mit Plöpferschluss, weißt du? Mega geil. Ist auch Naturtrüb. Das ist so meins. Schnellere Zauberrate bringt mir ja nichts, ne? Ich zauber ja nicht, ich schlag ja nur. Oder wirkt sich das auf die Angriffsgeschwindigkeit der Skelette aus? Weiß das jemand? Wer kann dies beantworten? Oh, wer bist du denn? Komm mal her. Klack, klack, klack. Ah. Klack, 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 Schabernack. So, warte mal, wir müssen zu den Monolithen jetzt erst. Muss ich mal testen. Ja, kauft jetzt mal. Ist auch relativ günstig, muss ich sagen. Ich glaube 3,79 oder so für einen Vierer. Also ist okay. Monolith, spiel mir am Glied. Nehmen wir das Gold mit. Wie viel haben wir? 21.000, nice. Haben wir einen weißen Trank? Nein, natürlich nicht. Irgendwo ist immer Happy Hour und ich grille gerade. Da muss man... Ah, das, beim Grillen ist das okay, dann ist es in Ordnung. Dann habe ich nichts gesagt, mein Freund. Beim Grillen darf man alles, Alter. Muss Feld der Steine. Okay, danke dir. Aber gibt es hier nicht irgendwo einen Teleport, den ich nutzen könnte? Ich will nicht nochmal den ganzen scheiß Weg laufen. Komm, wir gucken mal eben durch. Hier gibt es doch bestimmt irgendwo einen Teleporter, ey. Wir haben gleich wieder Level Up. Nice. Ja, yeah, 6 Skelettkrieger, gib ihm. Der muss ja irgendwo einen Teleport geben.
Hm, meine Hübschen. Hm, wo ist der Teleporter? Hört auf damit! Sacred, ja, Sacred kannte ich auch. Ich habe damals auch Sacred gesuchtet, ey. Hat richtig, war sogar von einer deutschen Firma, ne? Also von einem deutschen Entwicklerteam. Hast du das gewusst? Ey, wird es irgendwo einen Teleporter geben? Kann doch nicht sein. Versuch mal einen Punkt in Kadaverexplosion zu bekommen. Das ist eine gute Idee. Dum. Hey, komm mal her, Skelett hier. Ey, konnte gerade nicht 6 machen? Ist das schon wieder vorbei jetzt hier mit meinem 6. Skelett oder was? Dann halt nicht. Mach die Truhe auf, habe ich gesagt. Oh, außerweitiges hier. Komm, schmeiß mal direkt mal rein. So, ab geht's. Sacred 2 war ein Reinfall, ja. Ah, hier habe ich noch. Sehr schön. So, Feld der Steine. Guck mal, hat sich doch gelohnt. Sacred 3 war Müll. Sacred 3? Alter, hab ich gar nicht auf dem Schirm. So, jetzt gucken wir mal eben. Was war das denn da hinten? Hab ich das gesehen? Hab ich das angefasst? Doch, hatte ich, ne? Hab ich das angefasst? So. Okay. Dann würde ich sagen, fassen wir mal die dicke Steine an.